Hallo, ich stelle euch heute die Adventure-Module von NovaCache vor. In diesem Video schauen wir uns zunächst die 7-Segment-Anzeige-Module an. Für diese Anwendung benötigen wir das 7-Segment-Programmiermodul, die 7-Segment-Anzeige und ein Speichermodul. Zunächst lege ich die Batterie ein. Dabei ist darauf zu achten, dass die glatte Seite, also der Pluspol, nach oben zeigt. Nun wird der Speicher an das Programmiermodul angeschlossen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Speicherbaustein mit der beschrifteten Seite nach oben zeigt. Das Programmiermodul erkennt man an den beiden weißen Tastern. Die Anzeige hat nur einen Taster. Wenn man die rechte Taste drückt, gelangt man in den Programmiermodus. Mit der rechten Taste kann man dann vorwärts und mit der linken Taste rückwärts durch den Zeichenvorrat durchsteppen. Ich programmiere nun eine Zeichenfolge. Ist das richtige Zeichen ausgewählt, drückt man beide Taster für eine Sekunde. Daraufhin wird das Zeichen abgespeichert und man kann das nächste Zeichen auswählen und abspeichern. Ist die gewünschte Zeichensequenz programmiert, werden wieder beide Tasten gedrückt, diesmal aber für 2 Sekunden. Das beendet die Programmierung und man gelangt wieder in den normalen Modus. Ich verbinde nun den Speicherbaustein mit dem 7-Segment-Lesegerät. Und ich kann den Auslesevorgang mit der weißen Taste starten. Und wie man sieht, wird die vorhin programmierte Sequenz, die sich auf dem Speicherbaustein befindet, korrekt wiedergegeben. Das Auslesen der Sequenz aus dem Speicherbaustein kann mit dem weißen Taster beliebig oft wiederholt werden. Damit lassen sich interessante Stationen gestalten. Man kann mehrere dieser Speicherbausteine an mehreren Stationen verstecken. Und der Cacher kann mit dem Lesegerät sich die Informationen entsprechend auslesen.